Ja, hallo zusammen. Ich glaube, was wir jetzt in den letzten Tagen haben, das waren intensive Tage. Ich kann sagen, dass ich mich auf die Herausforderung hier bei den Würzburger Kickers sehr freue. Bin mir auch bewusst, dass es eine sehr, sehr schwierige Aufgabe wird. Das geht, glaube ich, nur über den Zusammenhalt, ja, über alle, die mit dem Verein zu tun haben, dass wir die Mannschaft weiter verbessern, dass wir einen Zusammenhalt herstellen und dementsprechend in eine Richtung gehen. Und die Richtung kann ja eigentlich nur sein, dass wir mit Würzburg in der nächsten Saison auch weiterhin Bundesliga spielen. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, der wollen wir uns stellen. Da werden wir in den nächsten Tagen extrem gut arbeiten müssen, um auch den Kader noch weiter zu verbessern. Und das sind jetzt erstmal so die nächsten Ziele. Mit dem Spiel natürlich Greuther Fürth am Wochenende. Und dem werden wir uns stellen. Dann vielen Dank schon mal für das erste Statement. Dann würden wir es wie gewohnt handhaben, dass Kai Dunkel mit den ersten Fragen für unser Clubfernsehen beginnt. Ja, hallo und herzlich willkommen in Würzburg, Herr Antwerpen, oder wie wir hier sagen, Grüß Gott. Sie haben heute im Training nach nicht mal einer halben Stunde die Mannschaft gleich mal verbal so ein bisschen aufgerüttelt mit dem Satz: Ich höre hier nur die Autobahn. Muss da mehr Feuer rein ins Team? Ja, ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Mannschaft ist sehr ruhig gewesen und natürlich, wir müssen Emotionen freisetzen, wir müssen die Mannschaft emotionalisieren. Das ist eigentlich das, was ein Aufsteiger am Anfang einer Saison braucht, dass wir euphorisch in die Partien reingehen und das wollen wir gleich im Training ja schon umgesetzt wissen. Und ja, nachdem wir, glaube ich, darüber gesprochen haben, haben wir die Autobahn dann nicht mehr gehört. Einer, der da immer auch wichtig ist für den Trainer, ist natürlich der Kapitän. Bleibt Arne Feig Kapitän? Ist das auch Ihr Teamchef sozusagen? Ja, wir wollen uns das schon anschauen, aber es spricht jetzt erstmal nichts dagegen. Arne ist ein erfahrener Spieler, er kennt sich in der zweiten Liga aus. Ich habe mich schon mit ihm unterhalten. Ist ein guter Junge, ein guter Typ und es spricht jetzt nichts dagegen und wir werden das auch so beibehalten. Wie ist denn generell Ihr Eindruck von der Mannschaft? Gibt es genug Typen in der Truppe? Und Sie haben schon ein bisschen angedeutet, vielleicht bis zum Ende der Transferphase am Montag dann noch der ein oder andere dazustoßen. Ja, das Potenzial ist, glaube ich, in der Mannschaft da. Wir haben Tempo, wir haben junge Spieler, wir haben entwicklungsfähige Spieler, aber wir haben auch sehr viele ruhige Spieler. Und dementsprechend würden uns natürlich auch mal vielleicht auch richtige Typen, die natürlich auch nicht mehr ganz so leicht zu finden sind, auch gut tun. Und ja, wir werden den Kader verbessern müssen. Ich glaube, dessen müssen wir uns bewusst sein. Wir müssen ja, gute Spieler noch holen, dass wir in der Lage sind, regelmäßig 3 Punkte einzufahren. Wie Aufstieg geht, haben Sie zuletzt in Braunschweig gezeigt. Wie Klassenerhalt geht, zeigen Sie dann hoffentlich hier in Würzburg. Wie sind denn die Ziele außerdem noch? Gut, wir haben jetzt erstmal ein kurzfristiges Ziel. Wir haben das Spiel gegen Greuther Fürth. Das ist, glaube ich, jetzt für uns wichtig. Wir haben ein Heimspiel, das voraussichtlich vor unseren Fans, vor Zuschauern stattfinden wird. Ich glaube, da freuen wir uns dann extrem drauf. Und ja, wir haben erstmal nur wirklich das Spiel im Fokus und danach ist eine Länderspielpause. Da können wir weiter gut mit der Mannschaft arbeiten. Wir hoffen, dass wir dann Neuzugänge dabei haben und die müssen wir dann auch noch weiter in die Mannschaft integrieren. Ja, wir haben noch viele Aufgaben vor uns. Was für eine Art Fußball dürfen wir denn unter Ihrer Regie in Würzburg erwarten? Also ich bin natürlich auch schon ein Fan von attraktiven, offensiven Fußball. Das habe ich auch schon bei einigen Vereinen gespielt. Aber grundsätzlich muss man auch immer mal betrachten, was gibt eine Mannschaft her? Was sind die Stärken einer Mannschaft? Und manchmal kommt man halt in Situationen, da hast du eine Mannschaft, die richtig gut verteidigen kann, defensive Stärken hat. Und warum soll man das nicht nutzen? Und das werden wir jetzt mit der Mannschaft herausfinden. Und ja, wir werden oder wir hoffen, dass wir am Sonntag im ersten Spiel auch schon einige Dinge auf dem Platz sehen können. Platz haben Sie jetzt schon ein bisschen was erzählt, als selbst neben dem Platz, als Mensch beschreiben.
Ja, ich glaube, es ist wichtig, glaube ich, wenn du ein Trainer bist, dass du offen bist, dass du gut mit den Spielern kommunizieren kannst. Ich glaube, es ist nicht immer ganz leicht, sich selbst zu beschreiben, aber ich glaube, das sind einige Dinge, die ich, glaube ich, ganz gut kann.